Ich darf Sie einladen, dass wir jetzt zu Anfang zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und Treue, die jeden Tag neu ist. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir in deinem Wort Grundlage, Richtschnur und Hilfe für unser Leben finden können. Wir bitten dich, wenn wir heute Abend über die Zeit der ersten Jahrhunderte nachdenken, dass du mit dem Heiligen Geist unser Herzen öffnest, dass wir das verstehen und dass wir auch in unserer Treue dir gegenüber gefestigt werden können. Segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das Thema heute Abend lautet geistliche Finsternis. Das klingt nicht sehr gut, oder? Ist auch nicht gut. Das Thema von heute Abend ist auch nicht so sehr aufbauend, aber trotzdem will ich versuchen, ein bisschen aufbauende Dinge da herauszuholen und auch für uns zu übertragen. Denn ich denke, es gibt nichts, was so schlecht ist, dass es nicht auch als schlechtes Beispiel dienen könnte. Das heißt, dass wir daraus lernen können, wie wir es besser machen können, wie wir einen guten Weg gehen können. Nun, wir hatten in den ersten beiden Themen bereits gesehen, im Thema Nummer 1 war die Zerstörung Jerusalems. Da hatten wir gesehen, dass die Juden damals Jesus abgelehnt hatten und mit Jesus eigentlich auch Gottes Wort und auch die ganzen göttlichen Verheißungen und die göttlichen Hilfen. Und die Folge dessen war, dass Jerusalem zerstört worden ist und das Gericht über die Juden, über die Zerstörung Jerusalems. Und das war eine sehr furchtbare und grausame Angelegenheit. Das zweite Thema war dann, wo Irrtümer und Abfall in die Christenheit hineinkamen. Zuerst die Zeit der Verfolgung der ersten Christen. Die ersten 200 Jahre gab es viele Christenverfolgungen, die ersten 300 Jahre kann man sagen, durch die Juden und dann nachher auch durch die Römer. Und dann auch einige Irrtümer oder einige Abweichungen und Kompromisse, die sich so in die Kirche eingeschlichen hatten. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Aus diesen Kompromissen wurde noch mehr. Da wurde eine geistliche Finsternis. Man könnte auch sagen, das finstere Mittelalter. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal Bücher gelesen haben über das Mittelalter. Die sind wirklich manchmal sehr grausam und gruselig, wenn man das so liest. Wir haben heute sozusagen drei Themenbereiche. Einmal Kompromisse, dann zweitens die Macht des Papsttums und drittens der Tiefpunkt der Geschichte. Da geht es also um die Zeit so ungefähr von 300 nach Christus, bis so ins tiefe Mittelalter hinein, bis ins 14., 15. Jahrhundert. Ja, Paulus hat in seinem Brief an die Thessalonicher schon vorausgesehen, dass es einen Abfall geben würde, einen großen Abfall geben würde und dass dieser Abfall zur Errichtung des geistlichen Roms führen würde. Nun, er hat das Wort geistiges Rom nicht gebraucht, aber er hat es folgendermaßen ausgedrückt. Wir finden 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 und 4 nach der Einheitsübersetzung. Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen, denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Hier sagt Paulus voraus, dass ein Abfall kommen wird, ein großer Abfall, und dass ein Mensch erscheinen wird, ein Mensch der Gesetzwidrigkeit oder auch, man könnte auch übersetzen, der Gesetzlosigkeit, der das Gesetz zur Seite setzt, der gegen Gottes Gesetz handelt, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, das sind alles so Worte, die man gebräuchlich hin als den Antichristen und auf den Antichristen bezogen bezieht, der sich über Gott erhebt, über Gottes Heiligtum erhebt, und sich sogar selbst als Gott ausgibt. Interessant ist übrigens, dass damals schon, als Satan im Himmel gefallen war, als der Ursprung des Bösen gewesen ist, da war seine Absicht damals gewesen, dass er sein wollte wie Gott. Er wollte seinen Thron über Gottes Thron erheben. Und das ist genau das Gleiche, was auch hier dieser Antichrist tun wird. Und das ist genau das, denke ich, was wir auch im Mittelalter sehen können, was im Mittelalter Geschichte gewesen ist, was sich im Mittelalter auch abgespielt hat. Wir lesen dann noch in Vers 7 dazu. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Das heißt, Paulus sagt, dass diese Macht,
der Gesetzwidrigkeit, diese Macht der Irrtümer, dass sich das in die Gemeinde einschleichen würde und dass das damals schon begonnen hat, aber dass es noch zurückgehalten worden ist. Und zwar, Paulus sah voraus, dass die Irrtümer, die in die Gemeinde hineinkommen würden, den Weg für die Papstkirche ebnen würden. Es war folgendes: Solange die Gemeinde rein war, solange die Verfolgung da war, ist die Gemeinde automatisch rein gewesen, weil diejenigen, die sich zum Gott bekannt haben, ja auch mit allem ihrem Sein und von Gott abhängig waren. Ohne die Beziehung zu Gott, ohne die Hilfe Gottes, hätten sie nicht überleben können. Und deshalb konnte niemand so als lauer Christ oder Herr leben. Aber als die Verfolgungen aufhörten, da gab es dann einen Abfall innerhalb der Kirche. Satan hat eigentlich zwei Methoden, wie er versucht, Gottes Gemeinde anzugreifen. Entweder durch Verfolgung von außen, durch Druck von außen, oder durch Irrtümer von innen. Und er hat zuerst versucht, das Erste, 300 Jahre lang, durch Druck von außen die Gemeinde zu verfolgen. Aber als er merkte, das klappt nicht, im Gegenteil, je mehr er sie verfolgt, desto mehr werden das, dann hat er eben versucht, das andersrum herum zu machen, die Kirche von innen heraus zu zersetzen und Irrtümer in die Gemeinde hineinzubringen. Und das war dann auch der Fall, bis es denn nachher zur Papstkirche im Mittelalter immer weiter gegangen ist, der Höhepunkt war. Ganz allmählich, erst heimlich und stillschweigend, aber dann mit zunehmender Macht und immer offener, fanden heidnische Bräuche Eingang in die christliche Kirche. Das ist meistens so, das geschieht nicht von heute auf morgen, alles auf einmal, dann würde man ja das Wort erkennen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass was nicht stimmt. Aber wenn das so ganz allmählich geschieht, immer so ein Stückchen weiter, ohne, und man sagt, naja, wenn ich das ja schon gemacht habe, dann kann ich das ja auch noch mitmachen, dann fängt man an, übrigens ist das im persönlichen Leben manchmal genauso, dass man irgendwann anfängt vielleicht irgendwo Kompromisse zu machen, die nicht gut sind, und dann Schritt für Schritt immer weiter geht und sich gar nicht merkt, wie man sich im Endeffekt von Gott und von Gottes Wort entfernt. So war es hier auch gewesen, dass es aber dann später immer offener wurde, durch Verfolgungen, wurde der Geist des Kompromisses und der Anpassung eine Zeit lang zurückgehalten. Paulus sagt, wenn der es zurückhält, noch weggetan ist, das war erstens das heidnische Rom und auch die Verfolgung durch das heidnische Rom, wenn der weg ist, dann kann dieser Geist des Abfalls kommen. Und so war es auch gewesen, dass als das Römische Reich zu Ende ging und die Verfolgungen zu Ende gingen, dann auch der Abfall in der Kirche immer größer und immer stärker wurde. Auf Seite 48 heißt es in dem Buch, vom Schatten zum Licht, als die Verfolgungen aufhörten und das Christentum in Höfe und Paläste einzog, legte es die demütige Einfachheit Christi und seiner Apostel ab und machte dem Gepränge und Stolz heidnischer Priester und Herrscher Platz. An die Stelle von Gottes Geboten traten menschliche Theorien und Traditionen. Hier haben wir zwei Dinge, die sich veränderten. Erstens, die äußere Erscheinung veränderte sich. Jesus und die Apostel waren einfach. Sie waren eigentlich nicht besonders erkennbar als herausragend irgendwo. Und auch die ersten Christen waren einfach in ihrer äußeren Erscheinung. Aber als das Christentum zur Staatsreligion wurde und es in die Höfe und Paläste einzog, ist auf einmal die Einfachheit zu einem Prunk und zu einem äußere Erscheinung geworden, was nicht gut war. Und zweitens kam anstelle von Gottes Geboten menschliche Traditionen und Theorien in die Kirche hinein. Wie geschah das? Es hing zuerst einmal mit dem Kaiser Konstantin ab, zusammen. Der Kaiser Konstantin bekehrte sich im 4. Jahrhundert zum Christentum, aber eigentlich nicht echt. Er bekannte sich mehr zum Christentum, muss man sagen. Das heißt, dass er in einer Schlacht eine Art Vision hatte, wo er ein Kreuz gesehen hat in der Milvischen Brücke und an der Milvischen Brücke und dort hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und der das Kreuz kannte als Zeichen der Christen, hat er gesagt, na gut, dann berufe ich mich auf das Kreuz und dann ist er im Zeichen des Kreuzes in seinem Krieg weitergezogen und hat dann tatsächlich gewonnen. Und das war für ihn das Zeichen, dass das Kreuz für ihn der Garant des Sieges war, aber das Kreuz war für ihn mehr so eine Art Glücksbringer
Und dann meinte er, dass dann eben das Christentum für ihn auch Glück bringen würde und hat das Christentum dann zur Staatsreligion erhoben. Und obwohl er selber gar nicht wirklich bekehrt war. Das heißt also mit anderen Worten, sein Leben hat er nicht Gott untergeordnet. Er hat nicht mit Gott leben wollen, aber er hat die christliche Religion angenommen. Und dann hat er natürlich, als es zur Staatsreligion wurde, auch die ganzen Posten, die in seinem Reich waren, vornehmlich an Christen verteilt. Und da eben viele irgendwelche Posten haben wollten, haben sich viele zum Christentum bekannt, die gar nicht wirklich bekehrt waren, die dann nur Posten haben wollten. Und so kamen viele Menschen in die Kirche hinein, die gar nicht richtig bekehrt waren. Und das Christentum somit mehr und mehr von der wahren Gläubigkeit her zurückging. So hat die Welt Einzug in die Kirche gehalten. Und das scheinbar besiegte Heidentum wurde zum Sieger. Die heidnischen Kaiser, die die Christen verfolgt haben, konnten sie nicht durch Krieg, durch Verfolgung, durch Tod beseitigen. Aber sie haben das Christentum durch innere Zersetzung eigentlich besiegt. Der Geist des Heidentums beherrschte die Kirche. Sie haben dann eigentlich ihre eigenen Riten weitergeführt, haben das nur anders genannt. Sie haben weiter ihre Bilder verehrt, haben dann ihre Götter dann nicht mehr nach ihren Göttern genannt, sondern sie haben sie in den christlichen Personen oder Aposteln oder auch irgendwelchen Heiligen denn zugesprochen und haben sie dann weiter als diese Heiligen und Apostel verehrt. Aus dem Kompromiss von Heidentum und Christentum entstand die Papstkirche. Die Papstkirche entstand dann erst im 5. bis 6. Jahrhundert. Dieser Abfall, hatten wir das letzte Mal schon besprochen, fing schon im 3. Jahrhundert an, im 4. Jahrhundert eigentlich, so 313, 320 herum, wo Kaiser Konstantin lebte und auch das Christentum zur Staatsreligion machte. Und das ging dann immer weiter, bis im 538 das Papsttum dann nachher auch politische Macht bekam. Und das war diese Zeit dieser Veränderung über 200 Jahre lang, langsame, aber kontinuierlich fortschreitende Veränderung. Seit 49 heißt es, dieses gigantische System falscher Religion ist ein Meisterwerk satanischer Macht, ein Denkmal seiner Bemühungen, sich selbst auf den Thron zu setzen, um die Welt nach seinem Willen zu regieren. Das ist ein sehr starkes Zitat. Und wenn ich jetzt heute darüber spreche, über das Papsttum und über die Hintergründe des Mittelalters, dann muss ich dabei betonen, dass es hier um das System geht, nicht um die einzelnen Menschen. Ich denke, es gibt in jeder Kirche aufrichtige, überzeugte oder wiedergeborene Christen, die auch gerettet sind, auch in der katholischen Kirche sicherlich. Aber hier geht es um das System und das Papsttum im Mittelalter hat nun einmal diese Dinge getan, über die wir heute sprechen werden. Das ist Geschichte. Und das ist interessant, wie das zusammenhängt mit den Voraussagen des Paulus und der Bibel und auch vom Buch Daniel und auch in der ganzen Abfolge der Kirchengeschichte. Auf jeden Fall ist dieser Abfall, den Satan in die Kirche hineingebracht hat, hat dazu geführt, dass die Kirche eine Macht bekommen hat und um diese Macht zu behalten, dann auch ihre Wahrheiten verkündigt hat und auch ihre eigenen Traditionen über die biblischen Dinge, über die biblischen Worte gestellt hat. Man kann sagen, dass das Prinzip das Gleiche war, was auch schon Satan Jesus versucht hat aufzudrängen. Bei der Versuchung Jesu gab es drei Möglichkeiten drei Berichte, wo Satan Jesus fallen gestellt hat, wo er ihn versuchen wollte zur Sünde. Und die zweite Versuchung ist die Versuchung, wo er Jesus anbietet, ihm alle Reiche der Welt zu geben. Er sagt, du musst gar nicht ins Kreuz gehen, um die Menschheit zu erlösen. Ich verzichte auf meinen Anspruch und du hast gleich alle Reiche der Welt. Ich übergebe sie dir und dann kannst du sie haben. Und das war für Jesus durchaus eine Versuchung. Er selbst war arm, er war Diener. Und Satan sagte ihm, ja, du musst gar nicht mehr dienen, du kannst dir den unteren Weg sparen, du kannst gleich alle Reiche der Welt haben und auch gleich über die ganze Welt herrschen. Aber Jesus, und zwar, das war übrigens die dritte Versuchung gewesen, aber Jesu Antwort war, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen, Lukas 4, Vers 8. Das heißt, Jesus wusste, die Bedingung, die Satan stellte,
dass Jesus ihn anbeten sollte, war verkehrt. Aber die gleiche Sachen, die gleiche Versuchung hat Satan immer noch heute und auch zu allen Zeiten an die Christen. Er sagt, wenn du mich anbetest, wenn du deinen Glauben einfach hinten anstellst, du musst ihn ja nicht gleich aufgeben, du musst ihn nur hinten anstellen, dann gebe ich dir Geld, Macht, Ehre, Reichtum, Ansehen. Das heißt, alles, was dein Herz begehrt, kannst du alles haben. Und die Kirche ist dieser Versuchung erlegen. Sie hat genau das in Anspruch genommen. Sie hat irdischen Gewinn und weltliche Ehre gesucht und hat dafür die Einfachheit des Evangeliums und die Kraft des Evangeliums und Gottes Wort verkauft. Und dann gab es eine Verbindung von Kirche und Staat. Und das ist immer das Hauptproblem. Wenn Kirche und Staat sich vereinigen oder wenn Religion und Staat sich vereinigen, dann kommt es immer die Situation, dass die Kirche dann Gesetze erlässt über den Staat, wo die Menschen ihre Religionsfreiheit, ihre Gewissensfreiheit verlieren. Das heißt, sie werden gezwungen, so zu glauben, wie die Kirche vorgibt. Und dann gibt es immer als Folge Verfolgungen und das gab es im Mittelalter zu Genüge. Ich denke, das haben wir heute immer noch, einige Staaten, vor allen Dingen islamische Staaten, wo das stattfindet. Aber das war natürlich die längste und intensivste Zeit, war die Zeit des Mittelalters, wo hier das als abschreckendes Beispiel zu sehen ist, was dort alles geschehen ist. Die Machtansprüche des Papsttums. Nach und nach hat der Bischof von Rom, und der Bischof von Rom war ja erstmal damals nur ein, der Bischof ist eigentlich nach der Bibel eigentlich ein Gemeindeleiter. Er war der Gemeindeleiter der Gemeinde in Rom. Und da Rom das Zentrum der damaligen Welt war und auch die Kaiser und so weiter herrschten, hat eben der Gemeindeleiter von Rom immer schon eine gewisse Autorität gehabt. Und irgendwann hat er eben gesagt, nun, ich bin jetzt nicht mehr der Bischof von Rom allein, ich bin jetzt auch der Bischof über alle anderen Bischöfe, über alle anderen Gemeindeleiter, alle anderen Ortsgemeinden auch. Also ich bin ein bisschen mehr als die anderen. Und damit hat er irgendwann sich selbst als Papst ausgegeben und damit als das sichtbare Haupt der universalen Kirche. Das heißt, dass er damit irgendwann sagte, ich bin jetzt das Haupt über alle Christen, über die gesamte Kirche, über die weltweite Kirche. Interessant ist, dass die Bibel nirgendwo sagt und auch Jesus nirgendwo sagt, dass ein Mensch über die Kirche herrschen soll, steht nirgendwo. Im Gegenteil, die Bibel sagt, Paulus sagt, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ja. Und wenn er das Haupt ist, dann heißt das, dass er die Gemeinde leitet und dass er die Gemeinde führt. Natürlich soll es auch Gemeindeleiter geben, die wurden auch eingesetzt damals, es soll auch Organisationen geben, aber die sollen nicht so aussehen, dass der, der jetzt Gemeindeleiter ist oder auch sonst irgendein Leiter, bestimmt, was alle anderen zu glauben und zu sagen und zu tun haben. Und von daher ist das so von Gott nicht gedacht gewesen. Sein weiterer Anspruch war, dass er die höchste Autorität in allen Teilen der Welt ist. Das heißt, dass auf allen Gebieten sogar und in allen Teilen, also sowohl global in der Ausdehnung her, als auch in allen Gebieten, das heißt in dem Gebiet der Wissenschaft, in dem Gebiet des Glaubens, in dem Gebiet der Gesetze, und des Lebens und dessen, was die Fürsten und Könige tun und machen, überall der Papst die höchste Autorität hat. Dann hat er sich göttliche Titel zugelegt, hat sich aus Gott anreden lassen und die Unfehlbarkeit beansprucht. Denn wenn er göttlich ist, ist er damit auch unfehlbar. Natürlich nicht bei allem, was er tut und sagt, sondern nur, wenn er bestimmte Lehraussagen macht. Ja. Und dass er der Herr über die Kirche und der Staates ist. Und übrigens diese Ansprüche, die damals formuliert wurden, sind bis heute von der Kirche nicht zurückgenommen worden. Das heißt, diese Ansprüche hat der Papst heute immer noch. Auch wenn er tut sie heute nur nicht mehr so verbal äußern, weil er sie nicht umsetzen kann. Denn wenn der Papst jetzt sagen würde, Moment mal, Angela Merkel, du darfst jetzt die Steuern nicht erhöhen, dann würde die Merkel sagen, was hast du mir denn zu sagen in Rom? Ja, ich mache meine Politik hier in Deutschland. Von daher, weil er momentan die Autorität nicht hat, das durchzusetzen, tut er das auch nicht öffentlich verkündigen. Aber auf dem Papier beansprucht er immer noch, diese Macht zu haben, über die Könige und über alle Gesetzgeber zu herrschen und die Autorität zu haben. Die Protestanten wurden
dann der Ketzerei und des Abfalls beschuldigt. Und nicht nur die Protestanten, auch die, die Gott treu geblieben sind. Das heißt, diejenigen, die gesagt haben, nein, wir machen nicht mit, wir wollen bei dem bleiben, was die Bibel sagt, was Gottes Wort sagt. Und sie wurden beschuldigt, dass sie sich von der Kirche trennen und dass sie jetzt die Falschen, die Schlimmen sind, die sich von der wahren Kirche Gottes jetzt abgesondert haben. Aber da war es genau andersrum. Die Kirche hat sich abgesondert, abgespalten von dem wahren Glauben der Urgemeinde und der Bibel. Sie hat die Bibel verlassen, den Weg der Bibel. Und die, die Gott treu bleiben wollten, die hatten natürlich Schwierigkeiten. Und sie mussten im Endeffekt, kann man sagen, die Kirche verlassen, wenn sie Gott treu bleiben wollten und den Weg weitergehen wollten. Satan musste die Bibel beseitigen, da nur durch die Bibel die Täuschung aufgedeckt werden kann. Das Problem war jetzt folgendes: Wenn die Menschen die Bibel haben würden und die Bibel lesen würden, dann würden sie alle entdecken, dass was die Kirche sagt nicht richtig ist, dass die eine falsche Lehre hat. Also hat Satan gesagt, na gut, dann werde ich den Menschen die Bibel wegnehmen, dass sie nicht die Bibel lesen, hören oder auch überhaupt nur zur Kenntnis nehmen können. Und so war es dann auch, dass die Bibel verboten wurde, dass die Bibel nicht mehr dem Volk zugänglich war. Und es ging sogar so weit, dass die Bibel teilweise auf dem Besitz der Bibel die Todesstrafe stand. Das heißt, auf Seite 50 in dem Buch heißt es, damit Satan seinen Einfluss über die Menschen erhalten konnte und um dem Machtanspruch des päpstlichen Thrones zum Durchbruch zu verhelfen, musste er die Menschen über die Heilige Schrift in Unwissenheit lassen. Die Bibel jedoch erhebt Gott und weist sterbliche Menschen in ihre Schranken. Deshalb mussten ihre heiligen Wahrheiten geheim gehalten und unterdrückt werden. Diesem Kurs folgte die römische Kirche. Jahrhundertelang wurde die Verbreitung der Bibel verboten. Deswegen war es auch so, als die Bibel wieder entdeckt wurde, wieder übersetzt wurde und die Menschen sie wieder hören konnten, das war am 16., 17. Jahrhundert, war die Folge große Erweckungen in der Christenheit, weil die Menschen Gottes Wort wieder lesen konnten, wieder erkennen konnten, was Gottes Wort sagt und dadurch auch erkannten, was die Kirche falsch lehrte und dadurch kam dann die Reformation und die Erweckungen der Neuzeit. Deswegen, man kann immer wieder sehen, wenn Menschen die Bibel lesen, dass dadurch Erweckungen geschehen, wieder Ausrichtungen auf Gottes Wort, wieder Ausrichtungen auf die Wahrheit und die Wahrheit immer mehr ans Licht kommt und ans Licht auf den Leuchter gehoben wird. Ja, deswegen, da aber die Kirche ihre eigenen Irrlehren verbergen wollte, haben sie natürlich auch alles, was Licht auf ihre Irrlehren werfen könnte, versucht zu verhindern. Und so haben sie die Bibel verboten. Man könnte fast sagen, dass das mit das Schlimmste war, weil wenn die Menschen die Bibel nicht lesen konnten, woher konnten sie Informationen bekommen? Woher sollten sie wissen, wie sie glauben sollten, was sie glauben sollten? Und von daher, natürlich will Gott jeden Menschen nach seiner Erkenntnis richten, am Ende, wenn Gott Gericht hält, aber trotzdem ist es schlimm, wenn eine Kirche, die beansprucht, im Auftrag Gottes aufzutreten und Menschen zum Heil zu führen, den Menschen genau das, was sie zum Heil führen würde und was Gott den Menschen sagen möchte, sein Wort, vorenthält. Und daran kann man sehen, dass eigentlich die Kirche nicht daran interessiert war, die Wahrheit zu verkündigen, sondern nur ihre Macht zu bestätigen und ihre Macht zu erhalten. Das prophetische Wort hatte vorausgesagt, dass das Papsttum Zeit und Gesetz ändern würde. In Daniel 7,25 haben wir eine interessante Aussage, dass hier eine Macht kommen würde, die Zeit und Gesetz ändert. Das heißt, dass hier Gottes Wort verdrängt wird, die 10 Gebote, Gottes Gesetz verändert wird. Und so war es auch. Das 2. Gebot wurde gestrichen, da in der Kirche Bilder verehrt wurden. Das kam aus dem Heidnischen. Im Heidentum hat man von jeher Bilder verehrt und Götzen angebetet. Und das kam in die Kirche hinein, gerade im 4. und 5. Jahrhundert. Und da man das eben nicht verbieten wollte und die 10 Gebote es eben verboten haben, hat man das 2. Gebot gestrichen. Das Problem war jetzt, dass man nur noch 9 Gebote hatte. Und man kann schlecht von den 9 Geboten sprechen, weil die Menschen alle wissen, es gibt 10. Und von daher haben sie dann, um wieder auf 10 zu kommen, das 10. Gebot geteilt, um die Zahl 10 wieder voll zu machen. Und dann hat man auch noch das 4. Gebot geändert. Das 4. Gebot, das Gebot vom Sabbat. Gott hat in seinem Wort gesagt, dass man den Sabbat halten soll und sie haben den Sabbat einfach abgeschafft und haben dafür den Sonntag als Ruhetag eingesetzt. Gott hatte den Sabbat gegeben gehabt bei der Schöpfung und zwar als Tag für den Menschen, dass der Mensch ruhen kann, dass er Zeit hat für Gott,
für sich selbst, für die Gemeinschaft untereinander, für die Gemeinschaft mit Gott. Dass Gott diesen Tag gesegnet hatte und geheiligt hatte. Und diesen Sabbat, den Gott bei der Schöpfung für alle Menschen zu allen Zeiten eingesetzt hat und der zu allen Zeiten gehalten worden ist, von der Schöpfung an bis über die Juden, zur Zeit Jesu, die Apostel, die Urgemeinde, auch die ersten Christen haben bis zum 4. Jahrhundert alle den Sabbat gehalten, komplett, ausnahmslos. Und erst als die Kirche diesen Tag verändert hat, vom Sabbat, den 7. Tag, auf den Sonntag, den 1. Tag, haben die Christen begonnen, den Sonntag zu halten. Das ist übrigens der Ursprung unserer heutigen Sonntagsheiligung. Nicht aus der Bibel, sondern auf die Tradition der Kirche und auf die Autorität der Kirche hin. Der Sonntag, der heidnische Feiertag und Festtag, wurde als ehrwürdiger Tag der Sonne eingesetzt. Warum? Weil damals Konstantin und auch die anderen Kirchenführer gerne Christentum und Heidentum vereinigen wollten. Sie wollten, dass das Christentum sich weiter ausbreitet und dass sie den Heiden leichter machen, dass sie Christen werden können. Und da haben sie gesagt, naja, okay, die Heiden haben ja den Tag der Sonne als Ruhetag und deshalb werden wir diesen Ruhetag auch in der Christenheit einführen. Und da haben wir zwei Ruhetage, den Sabbat als biblischen Ruhetag und den Sonntag als den Ruhetag, den die anderen auch alle haben. Und da hat man zuerst zwei gehabt und da hat man irgendwann mal gesagt, naja, das ist doch nicht ganz so gut, einer reicht eigentlich auch. Und hat das denn vom Sabbat auf den Sonntag verschoben, das Gebot der Heilighaltung und der Ruhe. Das heißt, auf Seite 51 in dem Buch, in den ersten Jahrhunderten beachteten alle Christen den wahren Sabbat. Sie kämpften für die Ehre Gottes und weil sie überzeugt waren, dass sein Gesetz unveränderlich ist, hielten sie an seinen heiligen Vorschriften fest. Gott hat uns aufgerufen, dass wir eigentlich bei dem bleiben sollen, was Gottes Wort sagt. Dass wir festhalten sollen an dem Glauben, wie er uns von den Aposteln überliefert worden ist. Und so haben die in den ersten Jahrhunderten die Christen das auch getan. Und sie haben auch den wahren Sabbat festgehalten und auch alle anderen biblischen Gebote festgehalten, um den richtigen Weg mit Gott zu gehen. Es war dann Folgendes. Man hat dann, als dann beide Tage gehalten worden ist, hat man dann versucht, den Sabbat den Menschen schlecht zu machen und den Sonntag den Menschen schmackhaft zu machen. Man sagte, der Sabbat wäre ein Fastentag. Alle müssen am Sabbat fasten. Und damit ist der Sabbat ein Tag der Trauer und des Trübsinns geworden. Das heißt, der Sabbat war für die Menschen eine Last geworden. Es war damals schon so gewesen, als die Juden zur Zeit Jesu den Sabbat halten wollten. Als Jesus den Sabbat übertreten hat, in den Augen der Juden war das wirklich in Wirklichkeit keine Übertretung, sondern Jesus hat den Sabbat so gehalten, wie Gott ihn ursprünglich bei der Schöpfung und auch bei den 10 Geboten gedacht hat und den Menschen gegeben hat. Aber die Juden hatten den Sabbat zu einer Last gemacht, indem sie 1000 Gebote erfunden haben und damit den Sabbat beschwert haben, was man am Sabbat tun und nicht tun darf, Dinge, die Gott gar nicht gemeint und gewollt hat. Und dadurch war der Sabbat für die Juden damals eine Last. Und Jesus hat den Sabbat befreit von dieser falschen Auffassung und wollte dem Sabbat wieder eine wahre Bedeutung geben. Und so haben auch die Christen, die Kirche, im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert, dann den Sabbat schlecht gemacht und gesagt, das ist ein Tag, wo man nur fastet und trauert, das ist nicht gut. Und der Sonntag ist ein Freudentag, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen freuen wir uns und da können wir feiern und da können wir Feste essen und unser bestes Essen essen und unseren Kuchen essen und da können wir wirklich ja, und so hat man versucht, schon mal in der Stimmung der Menschen das zu verändern. Aber das Problem war, dass immer noch viele Christen sagten, ja, aber Sabbat ist Gottes Ruhetag und den halten wir weiter. Und da hat man irgendwann angefangen zu sagen, wer den Sabbat noch hält, der wird verfolgt. Das darf nicht sein. Ja. Konstantin, der Kaiser Konstantin, machte den Sonntag im Jahre 23 nach Christus im ganzen Römischen Reich zum Feiertag. Es gab ein Sonntaggesetz von ihm und das war das erste Sonntaggesetz, was für die Christen galt, den Sonntag zu halten. Und das wurde dann im Konzil zu Laodicea 368 nach Christus bestätigt und dann auch verbindlich für alle Christen übernommen. Und damit wollte Konstantin Christentum und Heidentum vereinen. Auf Seite 52 heißt es, der Erzbetrüger, Satan, hatte seine Aufgabe noch nicht zu Ende geführt. Er war entschlossen, die ganze christliche Welt unter seinem Banner zu vereinigen und seine Macht durch seine stolzen Statthalter auszuüben, der behauptete, der Stellvertreter Christi zu sein. Doch halbbekehrte Heiden, ehrgeizige Würdenträger und weltliebende Kirchenmänner
erreichte er sein Ziel. Das heißt, Satan versuchte, über die Christenheit Macht zu bekommen. Durch eine Kirche, die sich von Gott abgewandt hatte und jetzt heidnischen Prinzipien folgte. Halbbekehrte, ehrgeizige Würdenträger, halbbekehrte Heiden und weltliebende Kirchenmänner. Das heißt, er hat versucht, von innen heraus die Kirche hier zu zersetzen. Und das wichtigste Ziel war, gerade die Sabbathalter und den Sabbat zu verändern. Warum? Weil der Sabbat das Zeichen ist für Gott als Schöpfer, dass er die Welt geschaffen hat, dass er der Herr ist über die ganze Welt. Und genau das ist ja der Anspruch, den Satan nicht wahrhaben will und den er für sich selbst haben möchte, dass er der Herr dieser Welt ist und über diese Welt herrschen möchte. Seite 52 heißt es weiter, Protestanten machen geltend, dass die Auferstehung Christi den Sonntag zum christlichen Sabbat gemacht habe. Die Schrift jedoch liefert dafür keine Beweise. Weder Christus noch die Apostel haben diesen Tag solche Ehre erwiesen. Die Sonntagsfeier als christliche Einrichtung hat ihren Ursprung in jenem Geheimnis der Gesetzesfeindschaft, 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wo und wann hat der Herr den Sonntag eingeführt? Diese Ordnung ist ein Kind des Abfalls. Welche gültige Begründung gibt es für diese Veränderung? Von der Heiligen Schrift wird sie jedenfalls nicht unterstützt. Das heißt, der Grund der Sonntagsheiligung war nicht die Bibel, war nicht der Rückgriff auf die Lehre der Apostel, sondern es kam aus dem Heidentum. Es kam aus der Vermischung von Christentum und Heidentum und damit waren es Irrlehren und Abfall, der hier stattfand. Im 6. Jahrhundert war dann das Papsttum fest gegründet. Es wurde etabliert. Der Bischof von Rom wurde zum Haupt der gesamten christlichen Kirche erklärt. Der Papst bekam politische Macht. Das heißt, dass 538 er vom Kaiser Justinian von Konstantinopel politische Macht übertragen bekam. Und 538 begann damit die 1260 Jahre päpstliche Unterdrückung. Genau 1260 Jahre hat das Papsttum die Macht gehabt und andere Christen unterdrückt, dass sie genauso glauben müssten, wie sie selbst das vorschreiben. Das war 538 bis 1798 die Zeit, wo das stattfand. Und genau diese Zeitweissagung ist in Daniel und Offenbarung vorausgesagt. Wir haben siebenmal diese Zeit, entweder als dreieinhalb Zeiten, dreieinhalb prophetische Zeiten, Jahre, oder als 42 Monate oder als 1260 Tage beschrieben. Das ist jeweils die gleiche Zeitspanne. Und in der Prophetie haben wir einen Tag, in der Prophetie für ein echtes Jahr. Und somit sind die 1260 Tage, 1260 echte Jahre, in denen das Papsttum tatsächlich diese Macht gehabt hat. Und das war eine Zeit, nicht nur der Macht des Papsttums, sondern auch der Verfolgung. Denn die Offenbarung beschreibt auch, dass in dieser Zeit die wahren Gläubigen von der Kirche verfolgt wurden. Und hier war es interessant, die Kirche, die selbst verfolgt wurde über drei Jahrhunderte hinweg, wurde selbst zum Verfolger, als sie selbst die Macht bekam. Und daran sieht man, wie gefährlich das ist, wenn jemand Macht bekommt. Weil Macht oftmals dazu führt, dass man seine Macht missbraucht und so missbraucht, dass andere Menschen darunter zu leiden haben. Gott möchte, dass es andersrum ist, dass die Menschen, die Macht haben, eigentlich, Jesus sagt, wer der Größte sein will unter euch, der sei aller Diener. Dass die Menschen, die Macht haben, den anderen Menschen dienen. Die Hierarchie Gottes ist auf den Kopf gestellt. Nicht eine Hierarchie der Macht von oben nach unten, sondern Gott ist eigentlich der die größte Macht hat. Und er dient uns mehr, als wir ihm je dienen können. Jesus hat das offenbart in seinem Leben. Als er auf die Welt kam, hat er den Menschen gedient. Er kam nicht als Herrscher, der sich von anderen bedienen ließ. Er hat für andere gedient und es ging so weit, dass er sogar sein Leben gelassen hat für uns und für die ganze Welt. Und damit, mit dem Jahre 538, mit der Macht des Papstes, der Kirche, begann das dunkle Mittelalter. Und man kann wirklich sagen, dunkles Mittelalter. Dunkel nicht, weil die Sonne nicht mehr geschienen hat oder dunkler war, sondern weil es eine geistliche Finsternis war. Das Licht der Wahrheit wurde immer dunkler. So gab es eine Deformation, einen Abfall vom Glauben. Und der war im Mittelalter so schlimm, dass die Menschen so im Aberglauben und so in diesen falschen Dingen drin waren, dass sie gar nicht mehr rauskonnten und gar nicht mehr wussten, was die Wahrheit war. Weil die Bibel verboten war,
und die biblischen Wahrheiten verdrängt waren. Der Papst hatte in seinem Machtanspruch auch noch behauptet und gesagt, Vergebung bekommen wir nicht durch Jesus Christus, sondern durch den Priester. Nicht Jesus vergibt den Menschen, sondern der Priester vergibt den Menschen. Der Papst ist der Mittler zwischen Menschen und Gott und damit müssen die Menschen nicht mehr zu Jesus gehen. Die Bibel beschreibt das im Hebräerbrief, dass Jesus der einzige Mittler ist zwischen Gott und Mensch. Und die Kirche sagte, nein, nicht Jesus, sondern der Papst ist der Mittler zwischen Menschen und Gott. Und deswegen müssen sich die Menschen an den Priester, an den Bischof oder an den Papst wenden, um zu Gott zu finden. Und jeder muss dem Papst gehorsam sein. Und deswegen muss man Wallfahrten tun, Bußübungen und Reliquienverehrung, um diesen Anspruch der Kirche gerecht zu werden. Wichtig ist, dass damit die Kirche sagt, das Heil bekommen wir nicht durch den Glauben an Jesus Christus, sondern das Heil bekommen wir durch die Kirche. Die Kirche ist der Heilsvermittler. Das heißt, deswegen sagen sie auch, ohne Kirche gibt es kein Heil. Weil nur der Priester in ihren Augen das Heil und die Sakramente, wie sie sie nennen, vermitteln kann. Und ohne Sakramente kann man nicht gläubig werden oder gerettet werden. Und da nur der Priester die spenden darf, ist auch das Heil an die katholische Kirche gebunden. Deswegen sagen sie auch, die katholische Kirche ist alleinseligmachend. Das heißt, das ist eine Lehre der katholischen Kirche, dass jeder, der nicht katholisch ist, automatisch verloren ist. Und das ist der Machtanspruch der Kirche und des Papstes, der bis heute noch besteht. Und der damals begonnen hat, als dieser Abfall sichtbar war. Auf Seite 53 und 54 heißt es, wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird und der Mensch sich selbst als die oberste Instanz betrachtet, können wir nichts anderes erwarten als Betrug, Irreführung und entwürdigende Ungerechtigkeit. Wo Gottes Gesetz beseitigt wird und menschliche Traditionen und Verordnungen an seine Stelle treten, ist Korruption stets die Folge. Und das konnte man auch sehen, als die Lehren sich von Gottes Wort entfernten, ist auch die Moral in der Kirche immer schlechter geworden. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts sagte der Papst dann, um seinen Machtanspruch zu untermauern, wurden alte Zeugnisse aus den ersten Jahrhunderten gefälscht und plötzlich entdeckt. Entdeckt heißt, sie haben so getan, als ob sie entdeckt worden wären und dass sie einfach sagten, sie wären aus dem 2., 3. oder 1. Jahrhundert, aber es waren sie gar nicht. Sie haben die einfach gefälscht und den Leuten damit weismachen wollen, dass schon die ersten Apostel und die ersten Christen so geglaubt haben, wie sie jetzt verkündigt haben. Das heißt, sie haben sich nicht auf die Bibel berufen, sondern sie haben sich auf so alte Zeugnisse berufen, die sie aber selber gefälscht haben. Und wer dann ihnen nicht folgte, wurde verfolgt. Betrug, Ungerechtigkeit und Gewalt waren die Folgen. Die Priester und die Bischöfe lebten sinnlich, vergnügungssüchtig und verdorben. Und wenn man mal so ein bisschen mal Geschichtsbücher sich anschaut, aus dem Mittelalter, was innerhalb der Kirche los war, ich spare hier die Einzelheiten, weil das, denke ich, man muss nicht allen Unrat ausführlich schildern, was so alles geschehen ist. Aber es passiert immer wieder, wenn jemand die biblischen Wahrheiten zur Seite setzt, kommen automatisch im Lebensstil, in dem Verhalten Folgen auf, die nach unten ziehen und den Menschen eigentlich den wahren Frieden nehmen und dass Gewalt und Korruption die Folge ist. Im 11. Jahrhundert verkündete der Papst Gregor VII. Die Unfehlbarkeit der römischen Kirche. Das war sozusagen, man kann sagen, fast sagen, der Höhepunkt des Anspruchs oder der katholischen Kirche, auch der Macht der Kirche. Und die Kirche, er sagte er, habe sich nie geirrt und werde sich auch nie irren. Er meinte das und sagte das, weil, nach seiner Meinung, der Heilige Geist die Kirche führt. Und da der Heilige Geist die Kirche führt und der Heilige Geist sich nicht irrt, wird auch die Kirche sich nie irren. Er beanspruchte das Recht, Kaiser einzusetzen und Kaiser abzusetzen. Das war zum ersten Mal im 11. Jahrhundert. Also er war der Erste, der auch hier, die anderen Päpste vor ihm hatten zwar auch politische Macht, aber den Anspruch, über Kaiser zu herrschen, kam erst im 11. Jahrhundert durch Papst Gregor VII. Und er sagte, der Papst kann von niemandem gerichtet werden, er selbst darf aber alle Urteile der Welt wieder aufheben. Das heißt, kein Mensch, kein Gericht der Welt darf
den Papst zum Gegenstand eines Gerichtes machen oder eine Verhandlung machen. Aber der Papst darf jedes Urteil der Welt, ist egal, wo es gesprochen worden ist, alle weltlichen und alle staatlichen Urteile darf er wieder aufheben. Das heißt mit anderen Worten, er steht über allen weltlichen und geistlichen Gerichten. Das ist übrigens heute noch so, dass die katholische Kirche sagt, Kirchenrecht geht vor Landesrecht. Das heißt, sie sagen das immer noch, dass ihre eigene Gerichtsbarkeit ausreicht und wenn sie da Gericht halten, dann müssen sie nicht mehr vor staatliche Gerichte gehen. Zum Beispiel hat man das gesehen bei der Diskussion jetzt, bei der Kindesmissbrauchsproblematik. Viele Priester haben Kinder missbraucht und die Kirche hat über Jahrzehnte diese Dinge unter sich geregelt, weil sie sagten, unser eigenes Rechts- und Gerichtssystem reicht aus, das alles zu regeln. Und sie haben dann nicht mit den staatlichen Kontrollsystemen zusammengearbeitet und im Gegenteil die sogar behindert und blockiert. Natürlich teilweise auch, um dann ihre eigene Schuld da auch ein wenig unter den Scheffel zu halten. Ja, dann gab es einen Zwist, einen Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Papst, nämlich ein Streit zwischen Papst Gregor dem VII. Und dem deutschen Kaiser Heinrich dem IV. Der deutsche Kaiser hatte sich gegen den Papst gewandt und seine Autorität, die er dann ganz neu aufgestellt hatte, dass er über den Papst, über den König herrscht und auch ihn absetzen kann, hatte er sich dagegen gestellt. Und daraufhin hatte der Gregor der VII. Erklärt, dass Heinrich der IV. Nicht mehr Glied der Kirche ist, dass er exkommuniziert sei und dass er ihn für abgesetzt erklärte. Das heißt, er ist nicht mehr König, nicht mehr Kaiser. Das würde natürlich dem Kaiser wenig ausmachen, wenn seine Untertanen ihm folgen würden. Die Frage war jetzt, die Fürsten und das Volk, wem folgen die? Dem Papst oder dem König? Dem Kaiser. Wenn alle dem Kaiser gefolgt wären, hätte der Kaiser sagen können, ich bin immer noch Kaiser, und jetzt werde ich mal dem Papst zeigen, wer hier der Herr ist. Er hätte sich sogar militärisch gegen den Papst wenden können. Das Problem war aber nur, dass die Fürsten, vor allen Dingen die Fürsten, sich gegen den Kaiser gestellt haben. Sie waren auf der Seite des Papstes und haben gesagt, wenn der Papst dich absetzt, dann folgen wir dem Papst. Und wenn alle Fürsten dem Kaiser nicht mehr folgen, dann kann der Kaiser nicht mehr regieren. Und er wollte einen Konflikt und einen Machtkampf innerhalb des Deutschen Reiches vermeiden. Und so hat er sich gesagt, wenn ich also Kaiser bleiben will, dann muss ich mich dem Papst unterordnen. Und so ist er, Heinrich der IV., im Winter über die Alpen gegangen und hat sich vor dem Papst gedemütigt. Das war der Gang nach Canossa. Der berühmte Gang nach Canossa im Jahre 1077. 3 Tage ließ der Papst ihn barfuß im Schnee stehen. Es war im Winter gewesen, bevor er ihm Vergebung zusprach. Im Büßergewand und barfuß, bei bitterer Kälte, musste er draußen stehen. Und da hat der Papst ihn dann nach 3 Tagen angenommen und ihm die Reue abgenommen und er wollte damit seine Macht demonstrieren. Und das zeigt, wie im Mittelalter der Kaiser über die Könige, der Papst über die Kaiser und Könige geherrscht hat und selbst der Kaiser sich hier dem Urteil des Papstes unterwerfen musste. Es gab eine ganze Reihe Irrlehren, die in dieser Zeit aufkamen. Irrlehren, die aus dem Heidnischen in das Christentum hineinkamen. Einmal die natürliche Unsterblichkeit des Menschen und sein Bewusstsein im Tod. Das heißt, dass man glaubte, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, die, wenn der Mensch stirbt, irgendwo hingeht und dass der Mensch, während er tot ist, weiter ein Bewusstsein hat. Das kommt nicht aus der Bibel, das kommt aus dem Heidentum. Das ist eine heidnische Lehre. Die Anrufung der Heiligen. Und gerade wenn eben die Menschen und auch die Heiligen gar nicht tot sind, dann kann man ja auch diese Heiligen, wenn sie im Himmel sind, ja auch anrufen und sie fragen, ob sie einem helfen können. Aber da nach der Bibel die Heiligen alle tot sind, überhaupt alle Menschen tot sind, ist das natürlich nach der biblischen Lehre und Hintergrund nicht möglich. Die Verehrung der Jungfrau Maria, es ging sogar nachher so weit, dass in späterer Zeit die Jungfrau Maria nicht nur verehrt wurde, sie wurde auch angebetet. Sie wurde als Königin, Himmelskönigin verehrt und als Mutter Gottes angesehen und dann auch sogar irgendwann die Sündlosigkeit ihr zugesprochen. Das ist natürlich alles nicht biblisch und auch nicht
Ja, das ist eine Irrlehre, die hier in eine falsche Richtung führt. Die ewige Höllenqual. Natürlich, wenn der Mensch eine unsterbliche Seele hat, ist die Frage, wenn der Mensch verloren geht, wo kommt er denn hin, wenn diese Seele ewig leben sollte? Dann muss sie also ewig gequält werden in der Hölle. Und das ist auch eine Folge dieser falschen Lehre. Die Bibel sagt, wenn der Mensch verloren geht, dann kommt er in die Hölle. Das ist richtig. Aber die Hölle ist der feurige Pfuhl und die Hölle ist dann der zweite Tod. Der zweite Tod heißt, dass der Mensch dann irgendwann tot sein wird. Das Fegefeuer, eine Zwischenstufe zwischen gerettet sein und verloren sein. Der Ablasshandel, dass man Geld bezahlen kann, um für seine Sünden vergeben zu bekommen. Die Messe, dass man glaubte, dass Jesus sich immer neu opfert, bei jedem Abendmahl vom Himmel kommt und der Priester die Macht hat, Jesus vom Himmel herabzuholen, um sich wieder neu opfern zu müssen. Und das Schlimmste, denke ich, ist die Inquisition. Im 13. Jahrhundert ist die erfunden worden. Die Inquisition ist ein internes Gericht der Kirche über Heretiker, abgefallene Ketzer. Und das bedeutet, dass sie in dieser Inquisition die in ihrer Meinung nach Abgefallenen untersucht haben, sie bedrängt haben und wenn sie nicht abgeschworen haben, getötet haben, teilweise auch getötet haben, wenn sie abgeschworen haben. Ja, es heißt hier auf Seite 57 und 58, der Fürst der Finsternis arbeitete mit den Würdenträgern der päpstlichen Hierarchie zusammen. Bei ihren heimlichen Beratungen kontrollierte Satan mit seinen Engeln die Gedanken von bösen Menschen, während unerkannt unter ihnen ein Engel Gottes stand. Er zeichnete den schrecklichen Bericht ihrer boshaften Beschlüsse und die Geschichte ihrer Taten auf, die zu abscheulich waren, als dass sie vor menschlichen Augen kommen sollten. Das große Babylon war betrunken von dem Blut der Heiligen, Offenbarung 17, Vers 6. Millionen von verstümmelten Märtyrern schrien zu Gott um Vergebung, um Vergeltung gegen diese abtrünnige Macht. Das heißt, im Mittelalter gab es über 50 Millionen Märtyrer, die gestorben sind durch die Feuer der Inquisition, durch die Kreuzzüge, durch die Macht der Kirche. Das Papsttum wurde zum Gewaltherrscher über die ganze Welt. Könige und Kaiser beugten sich seiner Gewalt. Jahrhundertelang wurden die Lehren Roms blind befolgt. Warum? Weil sie nichts Besseres wussten, weil die Menschen die Bibel nicht zur Hand hatten. Zu keiner Zeit hatte die römische Kirche größere Würde, Herrlichkeit und Macht als im Mittelalter. Und ein Zitat aus Seite 58 heißt es, der Höhepunkt des Papsttums war der Tiefpunkt der Welt. Das kann aus einer christlichen Kirche werden, wenn sie sich von der Bibel abwendet. Wenn sie anstelle der Bibel andere Grundlagen hat, andere Dinge, worauf sie ihre Lehren und ihre Macht gründet. Die Bibel war dem Volk und den Priestern nahezu unbekannt. Und das führte dazu, dass sie auch nicht wussten, wie sie leben sollen, wie sie errettet werden können. Die Folge waren Laster, Betrug, Habsucht, Verschwendung, Gewalttaten, Ausschweifungen, abscheuliche Verbrechen. Zuerst unter den Priestern und dann natürlich auch unter dem Volk. Die Bibel nennt es auch folgendermaßen in Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will auch ich deine Kinder vergessen. Das heißt, Gott beklagt sich hier, dass das Volk, sein Volk, dahin ist. Das war damals bei dem Volk Israel so, aber genauso auch beim Volk Gottes, bei Gottes Gemeinde im Mittelalter. Und warum haben sie keine Erkenntnis? Weil die Priester diese Erkenntnis verworfen haben, weil sie sie verdunkelt haben und nicht mehr weitergelehrt haben. Und die Folge dessen finden wir Vers 1 und Vers 2. Es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Das waren die Folgen, die sich aus der Beseitigung des Wortes Gottes ergaben. Deswegen möchte ich uns dazu aufrufen, dass wir die Bibel, Gottes Wort, festhalten, dass wir sie lesen, dass wir sie kennen. Was nützt uns die Bibel, wenn wir sie haben, aber nicht lesen, wenn sie im Schrank steht? Nur wenn wir die Bibel haben, lesen und befolgen, dann können wir den Weg gehen, den Gott uns zeigt, den richtigen, den geraden Weg. Dass wir vor Abfall,
vor Irrlehren und damit auch vor falschem Handeln und vor Egoismus und Stolz bewahrt werden. Andererseits zeigt uns das auch, dieses Kapitel, dieses Beispiel, wo wir heute Wahrheit finden. Nicht überall, wo Christentum draufsteht, ist auch Christentum oder Bibel drin. Nicht die Mehrheit der Menschen, nicht der äußere Schein zählt, sondern die Treue zu Gottes Wort. Und das ist die Grundlage und der Grundsatz. Und das ist wichtig für unser Leben im Einzelnen und auch als Gemeinde, als Kirche.